Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Das Video heute ist komplett anders als eigentlich gedacht. Ich hatte euch gestern gefragt, ob ihr mir irgendwelche Videovorschläge geben könnt, denn das Video, was eigentlich heute geplant war, kann aus organisatorischen Gründen noch nicht online gehen. Deswegen war ich völlig überfordert, was ich heute machen soll. Und ich habe den süßesten Freund der Welt, der mir eine Box zusammengestellt hat mit Make-up-Produkten. Und wenn ihr wissen wollt, was wir daraus machen können, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Okay, kurz zur Erklärung. Danny hat in dem Moment, wo ich kurz draußen war, bei den Nachbarn Post abholen und den Müll wegbringen, sich die Kamera geschnappt und entschieden, dass er mir hilft und ist an meine Schubladen gegangen und hat mir Make-up rausgesucht. Und ich würde vorschlagen, das Ganze blende ich euch jetzt ein. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Danny, wer mich nicht kennt. Ich bin der Freund von Maxim und ich habe mir etwas überlegt, denn Maxim ist etwas verzweifelt. Der hatte bei Instagram einen Aufruf gemacht, nämlich wie kann man oder was kann er für ein Make-up machen, weil er irgendwie die Pakete nicht bekommen hat oder so. Keine Ahnung, ich stecke da nicht so drin. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, ich werde Maxim einfach eine Mistobi-Box zusammenstellen und mit der kann er sich dann schminken. Das heißt, ich brauche bei diesem Video gar nicht dabei sein und er soll einfach machen. Und jetzt gucke ich mal in seine ganzen Schubladen rein, in seine Make-up-Schubladen. Ihr müsst euch das mal überlegen, oder? Es gibt Menschen, die haben eine Tasche voller Make-up und er hat einfach mal Schubladen voll. Es ist furchtbar. Ich habe mir jetzt hier eine kleine Kiste genommen, die ich jetzt befülle. Und jetzt wollen wir einfach mal in diese Schubladen gucken. Ich wollte schon immer mal seine Schubladen durchsuchen. Was haben wir denn hier drin? Absolut Mascara. Ich nehme den. Nee, halt. Der ist schöner. Ich nehme den. Und dann gucken wir hier rein. Da ist nichts drin, was ich will. Oha, hier sieht es doch schon mal ein bisschen schöner aus. Ich versuche mal was zu nehmen, was ein bisschen weiter hinten liegt. Das heißt ja dann, dass er das länger nicht mehr benutzt hat. Was ist das denn für eine Schweinerei? Das ist Schweinskram, das nehmen wir auch. Wir nehmen das hier. Ups. Wir nehmen das hier. Kommen wir zu der nächsten Schublade. Gucken wir mal rein, was es hier so Schönes gibt. Was ist das denn? Was auch immer das ist, wir machen es mal rein. Okay. Diese Schublade ist einfach mal mit allen möglichen Zeug zugestopft. Da hat er einfach mal so eine tolle Palette hier reingestopft. Gibt's ja gar nicht. Was ist das denn? Das ist schon wieder so ein Schweinsding. Das nehmen wir auch. So, jetzt brauchen wir aber doch noch eine Palette, oder? Ich habe schon wieder ein Osterei gefunden. Das muss ich mit den Eiern noch verstehen. Warte, das legen wir ihm einfach mal mit rein. Und was ist das denn hier? Oh ja, und wir nehmen diese Palette Soft Glam. Jetzt hat er hier noch mal so viele Schubladen. Gucken wir mal rein, was wir hier Schönes finden. So unaufgeräumt. Ich habe noch nie so unaufgeräumte Schubladen gesehen. Ach, guck mal, was ist denn das hier? Catrice. Das nehmen wir mal noch. Oh, und hier nehmen wir das hier. So, ich habe gar keine Ahnung, ob das überhaupt alles zusammenpasst und ob das Sinn gemacht hat, was ich da rausgenommen habe. Wahrscheinlich ihr, die Zuschauer, die das sehen, wissen, ob das jetzt schon von vornherein Quatsch war oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für einen Look Maxim daraus macht und ob er das Video überhaupt dreht. Vielleicht sagt er sich ja selbst, nee, ich habe gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche euch viel Spaß mit Maxims Video. Tschüss! Okay. Ja, danke Danny, dass du das gemacht hast. Ich bin ein bisschen überfordert tatsächlich, weil es gibt ja so Videos, wo jemand anderes bestimmt mein Make-up oder er sucht was aus und ich schminke dann und ich gebe ihm aber Hinweise, was ich eigentlich bräuchte. Aber nein, not today. Er hat mir eine kleine Box mit Make-up rausgesucht und das sind ganze 9 Produkte in dieser Box. Davon sind 2 Lidschattenpaletten. Ich habe nicht mal Augenbrauen drauf. Das ist ein
Mach drei Kreuze im Kalender. Ich habe keine Augenbrauen drauf. Aber ich bin gespannt, was wir hier raus machen können. Wir haben eine gefälschte Palette, die ich mal geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Wir haben ein Blush, einen Lippenstift, eine Lidschattenpalette in einem Ei, eine Foundation, Gott sei Dank, einen Primer, eine Mascara, ein Mono-Eyeshadow von Chibo in Grün-Gold-Glitzer und den Highlighter von Hattie. Okay, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an und probieren daraus irgendwie ein Make-up zu machen. Ich kann mir das ganz spannend vorstellen, einfach mal aus so wenig Produkten, wie es geht, oder aus Produkten, die ich so wahrscheinlich nie in Kombination benutzen würde, ein Full-Face-Make-up machen. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und lasst dem Video auch einen Daumen nach oben da als Dankeschön für Danny. Dann freut er sich, wenn das Video 2000 Daumen nach oben kriegt. Dann ist Danny auf jeden Fall wieder hier mit am Start. Und ja, ich würde jetzt als erstes Prime und Danny hat mir hier ein Primer von Catrice rausgesucht. Das ist der Black Blur Primer. Ich habe ihn euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich benutze ihn auch sehr, sehr gerne. Aber eigentlich nur in meiner T-Zone, da wo ich etwas ölig bin, beziehungsweise da wo ich etwas vergrößerte Poren habe. Der kommt in so einer super schwarzen Konsistenz. Und das ist ganz spannend. Ich habe schon tausendmal erzählt, es sieht eigentlich glänzend aus, aber es ist matt. Und er ist schwarz, ne? Also, wenn man ihn verteilt, dann ist er auf jeden Fall Gott sei Dank nicht mehr schwarz. Ich finde aber, dass er wirklich eine sehr, sehr schöne Oberfläche der Haut schafft. Also, es wird alles etwas glatter. Und ich habe auch das Gefühl, dass er die Haut ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt. Also, es wird jetzt nicht wie so ein Pore-Blurring-Primer super, super trocken und super matt, sodass ich das Gefühl habe, meine Haut vertrocknet gerade. Ergibt aber so eine schöne, glatte Oberfläche. Das ist leider ein Online-Exclusive-Produkt. Falls ich das finde, setze ich euch das unten in die Infobox, weil es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, es sieht halt auch einfach so spannend aus. Ich liebe es, wenn Make-up-Produkte einfach spannend aussehen, wenn das Packaging spannend ist, wenn die Textur spannend ist. Und einen schwarzen Primer? Sign me in. Als Foundation hat er mir, Gott sei Dank, die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice ausgewählt. Hier steht leider keine Farbnummer drauf, weil es ein PR-Sample ist. Ich habe die ja auch hier an meinem kleinen Beistelltischchen stehen und ich mag die sehr, sehr gerne. Das Schöne ist, falls ihr aufmerksam mitgeguckt habt, habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich weder Puder, weder Concealer, weder Bronzer, sonst irgendein Puderprodukt, abgesehen von diesem Blush hier habe. Well, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich gehe einfach mit meinem Luvia Brush einmal in mein Gesicht und verteile die Foundation. Farblich passt die eigentlich ganz gut. Also ich denke mal, dass es so die 030 vielleicht sein wird oder 040 vielleicht. Und das Schlimmste an der ganzen Sache gerade für mich ist, dass ich noch keine Augenbrauen drauf habe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil wenn ich doch jetzt hier einfach rüber gehe, dann habe ich doch die ganze Foundation in der Augenbraue, oder? Ja, aber vielleicht lernen wir da auf jeden Fall noch was Neues. Freunde, wie war euer Wochenende? Ich habe mich richtig gut entspannen können. Wir haben das ganze Wochenende Pokémon Go gespielt. Oh Gott, ich lieb's. Das ist so süß. Vor allem, ich habe das früher total gerne gespielt und irgendwann dann nicht mehr. Und jetzt seit ein paar Wochen spielen wir eigentlich wieder regelmäßig Pokémon Go. Und ich finde es total süß, dass ich mit meinem Freund das zusammen machen kann. Und wie süß ist es eigentlich bitte, dass er sich die Zeit dafür nimmt und einfach die Chance nutzt, während ich nicht da bin, mir Make-up auszusuchen. Ich hätte es gerne begleitet, aber dass er auch mitgedacht hat, das Ganze zu filmen, ist halt so total süß. Ich hatte halt gestern euch bei Instagram gefragt, falls ihr mir da noch nicht folgt, tut das auf jeden Fall, denn da kriegt ihr eigentlich das meiste mit von mir. Ich benutze halt diese Instagram-Stories den ganzen Tag und habe euch da eigentlich erklärt, dass mir da irgendwie das Video für heute fehlt. Manche Videos brauchen halt einfach ein bisschen mehr Zeit vorneweg und ich arbeite gerade an einem super, super lustigen Video mit einer künstlichen Intelligenz. Also es sollte diese oder Anfang nächster Woche auf jeden Fall online kommen. Es braucht halt alles immer so ein bisschen mehr Zeit und ich hatte dann halt einfach keine Idee, weil das Paket, was ich bestellt hatte für diese Woche, ist im Zoll gelandet und ihr kennt das. Wenn man etwas braucht, dann kommt es natürlich nicht dann an, wenn man es braucht. Und so hatte ich kein Video und normalerweise bin ich halt eigentlich immer gut vorbereitet auf solche Situationen, aber diese Woche halt einfach gar nicht. So, die Foundation ist halbwegs eingearbeitet. Ich habe keinen Concealer, deswegen nehme ich jetzt noch eine extra Schicht Foundation und setze mir die hier unter meine Augen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist ein ganz schöner Trick, falls man ein sehr natürliches Make-up haben möchte, aber trotzdem Full Coverage, dann verzichtet auf Concealer und nehmt einfach die Foundation und gebt sie euch etwas dicker unter die Augen, lasst sie kurz antrocknen und
könnt dann weiter mit einarbeiten, weil so habt ihr nicht dieses Kim Kardashian unter den Augen, sondern einfach ein schön ebenmäßiges Hautbild. Ich habe nichts zum Setten, Freunde. Ich habe hier eine gefälschte Anastasia Soft Glam Palette, die ich irgendwann mal von jemandem zum Geburtstag geschickt bekommen habe, der sich leider nicht so gut mit Make-up auskannte. Aber ist gar nicht so schlimm. Ich setze euch auch keine Links oder so in die Infobox. Ihr wisst es, ich möchte einfach keine Fakes hier auf meinem Kanal verbreiten. Aber hier gibt es die Farbe Tempera. Und ich würde jetzt mal mit meinem fluffigen Highlighter-Brush in die Farbe Tempera reingehen und mische die so ein bisschen mit Dusty Rose. Und setze mir das nur ganz leicht unter die Augen, weil da ist es halt für mich besonders wichtig, mein Make-up zu setten. Ich war ja vor einer Weile in Köln und hatte ein Fotoshooting für ein sehr, sehr großes Ding, was ihr bald zu sehen bekommt. Und da wurde die Foundation auch nicht gesettet. Das ist ganz normal bei so Editorial oder Fotoshootings, dass eine Foundation nicht gesettet wird, weil dann einfach die Struktur der Haut besser aussieht mit den Lichtern und mit der Kamera. Für einen Alltag finde ich das schwierig. Das Schöne bei der Foundation ist aber, dass sie sich halbwegs von alleine setten wird. Gehe auch gleich mit der Farbe Tempera auf mein bewegliches Lid, weil in meiner Lidfalte fängt es auch gerne mal an zu creasen. Und ich bin überrascht, dass das Ganze funktioniert. Also ich sehe jetzt nicht besonders frisch aus im Gesicht. Der Concealer fehlt halt, ne? Gehe mal so ein bisschen noch rein und mische das alles so ein bisschen hier zusammen, die Farben. Und es hätte damit einfach so ein bisschen alles, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht gleich alles aus meinem Gesicht wegrutscht. Wobei die Foundation ja eigentlich schon halbwegs matt ist. Und jetzt rutsche ich mal ein Stückchen näher an die Kamera ran. Ich finde, von nahem sieht das Ganze sogar gar nicht schlecht aus, ungesettet, weil ich einfach weniger Produkt benutzt habe und das Ganze nicht ganz so cakey und on top aussieht. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich mag es so eigentlich ganz gerne, vor allen Dingen für Videos. Ihr habt ja in meinen letzten Videos immer so ein bisschen mitbekommen, dass ich etwas glowiger gehe und das erreiche ich in dem Moment, wo ich entweder mit einem ganz, ganz soften Highlighter mein Gesicht sette oder es einfach gar nicht sette. Jetzt möchte ich mir aber ein bisschen Augenbrauen drauf geben, denn irgendwie sieht das Ganze komisch aus, so mit Foundation Brows. Es ist für mich total ungewohnt, jetzt im Nachhinein die Augenbrauen zu machen, weil ich lasse mir halt gerne Zeit mit den Augenbrauen und kann die ganz gerne am Anfang vorher so formen, wie ich es will. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich sie einfach wegmachen. Aber jetzt habe ich halt Foundation schon drauf und da muss das Ganze sitzen. Und ich gehe jetzt auch mit der anderen Seite von Jeffree Star in, ja, wir haben hier ein Schwarz und wir haben hier ein Braun. Vielleicht mische ich mir einfach die perfekte Farbe zusammen. Ich habe sie mir hier mal hingegeben und es sieht doch noch ein bisschen warm aus. Cypress Amber und Noir in Kombination. Aber hier, wenn ich ein bisschen mehr Schwarz reingebe, dann sieht das Ganze gar nicht schlecht aus. Okay, wir probieren es. Okay, she's dark. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Freund von Puderprodukten für die Augenbrauen, weil ich finde, es sieht dann einfach immer so wie so ein Block aus. Vor allem, wenn die Farbe halt nicht perfekt passt. Okay, also sie ist halt sehr, sehr dunkel. Ich verblende das Ganze mal mit dem Spoolie hier so ein bisschen und probiere das Ganze auszusoften. Ist okay, ne? Also im Vergleich könnt ihr sehen, ich habe auf jeden Fall eine Augenbraue drauf. Farblich, please don't come for me. Diesmal kann ich wirklich nichts dafür. Wobei ich sagen muss, dass mir diese Braue aber jetzt gar nicht schlecht gefällt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen wir nun zu Blush, um meinem Gesicht ein bisschen Leben wiederzugeben. Und da hat er mir einen Blush ausgesucht, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber lange nicht mehr benutzt habe. Das ist dieses Mineral Powder von Action. Ich habe damals, es war so lustig, falls ihr euch noch daran erinnert, schreibt es mir bitte in die Kommentare, falls ihr schon so lange hier dabei seid, habe ich gedacht, dass das Produkt hier rauskommt. Und dann saß ich hier eine Stunde und habe hier gewartet und gewartet und gewartet, aber es kommt dann nicht raus. Das Produkt ist einfach hier so lose mit drin. Und das war ziemlich lustig. Ich gehe einfach mit meinem Blushpinsel hier rein und setze mir das ganz leicht hier hin. Weil das Problem ist, die Foundation ist ja noch nicht gesettet und dadurch greift die natürlich viel, viel stärker das Pigment. Und das könnte jetzt patchy aussehen, aber deswegen habe ich auch der Foundation ein bisschen Zeit gegeben, sich zu setzen. Und es ist eigentlich eine total schöne Farbe. Und jetzt könnt ihr auch mal die Farbe sehen. Wow, wir haben hier Techniken. Danny inventet hier immer Techniken. Richtiger Beauty-Guru. So, normalerweise sieht man ja immer Blush bei mir nicht ganz so gut, weil ich ja schon Bronzer und eine dunkle Foundation drauf habe. Aber jetzt könnt ihr 1:1 die Farbe des Blushes sehen. Danny, thank you.
Ich gehe heute wieder ein bisschen mehr in Blush. Dadurch, dass ich keinen Bronzer habe, möchte ich, dass das Ganze so ein bisschen, ja, natural glam aussieht. Und ich bin gerade ein bisschen schock, dass ich so natürlich aussehe. Also abgesehen von den Augenbrauen, die jetzt sehr, sehr kastig und balkig sind, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich mit Puder oder Powder Brows arbeiten soll, sieht meine Base ohne Concealer, ohne Bronzer, ohne Contouring einfach frisch und gesund aus. Wenn ich jetzt die Augenbrauen weg hätte, dann würde ich aussehen, als wäre ich gerade aufgestanden, oder? Halbwegs. Ich möchte jetzt einen Look schminken, einen soften Look, dass das ganze Make-up so soft es geht bleibt. Und er hat mir halt diese Soft Glam Palette rausgesucht und von Make-up Revolution dieses Make-up Eye. Wir probieren erstmal die Soft Glam Palette. Das Problem bei der ist, dass sie halt dadurch, dass es halt keine echte Palette ist, sie halt auch schwierig ist zu benutzen. Ich gehe jetzt als erstes in die Farbe Rustic rein. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber die hat halt so Buppis mit drin, die ganz, ganz komisch sind. Halt, wie als hätten sie so Kreide reingebröselt. Die gebe ich mir hier erstmal als Transition Shade rauf. Man muss bei der immer ein bisschen mehr aufbauen, aber dadurch, dass ich ja jetzt auch nicht wirklich gesettet oder gepudert habe, außer so ein bisschen, greift das Pigment jetzt heute aber ein bisschen besser. Und wir haben gleich etwas Farbe im Gesicht. Ich möchte gar nicht so viel heute auf den Augen machen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus, wenn es etwas natürlicher ist heute. Und diesmal meine ich es wirklich natürlich. Ich möchte heute ein zartes, süßes Make-up machen. Mal schauen, wie lange der Wunsch bestehen bleibt heute. Ich mische jetzt auch so ein bisschen Orange Soda und Burnt Orange zusammen. Ich möchte, dass es so ein bisschen eher mehr ins Orange geht als ins Beige. Und die sind halt super soft. Also wirklich soft pigmentiert. Und da ist mir dann auch, also mir ist das schon an der Verpackung aufgefallen, dass sie nicht echt war. Ich habe aber nichts gesagt. Weil es ist halt auch immer so schade, wenn jemand Geld dafür ausgibt und es dann sich als Fake herausstellt. Es ist immer ärgerlich, Freunde. Also passt bitte, bitte auf, wo gebt ihr euer Geld aus? Wartet lieber 3 Tage länger und bestellt es bei Anastasia selber oder bei Beauty Bay, mittlerweile sogar bei Douglas. Und dann habt ihr eine vernünftige, echte Palette, die keine Fälschung ist, wo ihr nicht Angst haben müsst, dass euch euer Auge abfällt oder was weiß ich, sondern ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Ich verdunkel das Ganze gleich so ein bisschen mit Cypress Amber und gebe mir das hier außen hin und dann blende ich das so in die Crease mit rein, einfach für etwas Tiefe und gehe jetzt nochmal hier in dieses Ei, ganz leicht in dieses Rot, um das Ganze hier noch etwas aufzuwärmen. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die gab es mal zu Ostern, glaube ich, von Make-up Revolution. Klar, sind Ostereier. Ich habe die irgendwie nie benutzt. Ich hatte letztes Jahr, so als ich mit YouTube angefangen habe, 2 Videos zugemacht, beziehungsweise sogar 4 Videos. Wir sind durch die ganze Stadt gelaufen, um diese Eier zu bekommen. Haben sie dann auch bekommen am Ende, aber das waren so die ersten Videos und deswegen kann ich mich auch irgendwie nicht ganz so von diesen Eiern trennen. Okay, ich merke schon, wir eskalieren hier wieder mit Lidschatten und es ist eigentlich mehr, als ich überhaupt wollte. Deswegen hören wir jetzt schlagartig auf und ich gehe mit meinem Finger in die Farbe Bronze. Das ist hier so ein schönes Gold und die Schimmerfarben hier waren wirklich gut. Und die gebe ich mir auf mein komplettes Lid und habe hier wirklich einen soft glam Look. Love it. Ich toppe das Ganze so ein bisschen mit Glistening am höchsten Punkt. Einfach um da noch so ein bisschen Dimension reinzukriegen. Und ihr könnt sehen, es sieht dann aus, als wäre die Sonne auf meinem Auge aufgegangen. Und für unten nehme ich so einen flachen Pinsel von Luvia und gehe in die Farbe Rustic rein. Und verdunkel das Ganze dann mit Cypress Amber. Und damit wir dieses komische Chibo-Ding hier noch benutzen, gehe ich ganz leicht hier rein. Es ist sehr stark pigmentiert. Das war mal in so einem riesengroßen Chibo-Make-up-Kasten, den ich von meiner Nachbarin bekommen habe. Und das setze ich mir hier außen hin und gebe das so ein bisschen hier ums Eck, dass ich da einfach so einen schönen tiefen Punkt habe. Und ich würde fast sagen, das ist der fertige Look. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was ins Inner Corner geben. Und dazu gehe ich mit so einem ganz, 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 ganz feinen Pencil-Brush in die Farbe Rose Pink. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, ja. Also das Rosa kommt ganz gut durch. Es ist
recht flaky, aber es passt so ein bisschen zu dem Rouge, finde ich ganz gut. Süß, süß, süß. Highlighter, Freunde, damit das Ganze noch so ein bisschen wetter aussieht, möchte ich Highlighter benutzen. Und Danny hat mir, ohne es glaube ich zu wissen, den Becker und Tatjana Schmidt Highlighter rausgesucht. Den habe ich ewig nicht mehr benutzt und ich weiß gar nicht warum. Doch, ich weiß warum. Und ich gehe mit einem sehr, sehr großen Pinsel hier rein und setze mir das wirklich hier schön groß hin. Ich bin ein bisschen dunkel, finde ich, für den Highlighter. Wahrscheinlich auch, ist das auch noch ein zusätzlicher Grund, aber der ist halt wet, ne? Der ist halt wirklich wet. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, ich suche einen wetten Highlighter, den es schon gibt. Und there she is. Highlighter kommt natürlich auch immer noch ein bisschen besser raus, wenn man die Foundation nicht gesettet hat. Ich gehe damit auch gleich hier rüber und wirklich schön großflächig in mein Gesicht, weil ich diesen Wet-Look jetzt haben möchte. Mit dem Rest, den ich hier noch drauf habe, gehe ich überall rüber. Highlighter-Eskalation ist am Start. Und das ist erstmal das fertige Make-up, Freunde. Ein Produkt hat Danny mir auch für die Lippen rausgesucht und Schweinskrams. Das ist ein Lippenstift von Dior. Ich habe den noch nie benutzt. Das ist die Farbe 16 Diva. Schöne Farbe. Und sieht eigentlich ganz schön aus. Passt so ein bisschen zum Look, weil die etwas kräftiger ist als mein Augen-Make-up. Aber wir brauchen noch Mascara. Und da hat er mir The Mascara von Make-up Revolution ausgesucht. Ich mag die gar nicht, weil mir das Bürstchen zu dick ist und das ist viel zu viel Produkt dran. Aber nun gut, wenn mein Schatz sagt, Make-up Revolution soll es sein, dann soll es die sein. Ich streife erstmal das Produkt hier ab. Mir ist das ein bisschen viel. Curle einmal meine Wimpern, weil die ist super, super schwer, die Mascara. Und ich finde, da muss man die so ein bisschen curlen. Und gehe dann einfach durch. Und Freunde, das ist der fertige Look mit den Produkten, die Danny mir einfach mal eben so rausgesucht hat. Wie findet ihr ihn? Ich muss sagen, okay, man kann auf jeden Fall was daraus machen. Ich persönlich hätte das Ganze gerne gesettet und hätte mir etwas mehr Deckkraft unter meinen Augen gewünscht. Aber der Look, vielleicht wäre eine nudefarbene Lippe dazu besser gewesen. Aber dafür, dass ich ihm ja gar nicht geholfen habe, hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also vielen Dank, Danny. Lasst Danny auf jeden Fall ein bisschen Liebe in den Kommentaren da und schaut bei ihm vorbei. Ich setze euch alles in die Infobox. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem super spannenden Video. Also abonniert meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke, dann werdet ihr gleich benachrichtigt, wenn das Video online geht. Ich sag, passt auf euch auf.